Wir wollen uns nun in den nächsten Beispielen mit Reibung, genauer gesagt Haftreibung, beschäftigen. Hier ein Grubenwagen, der inklusive Zuladung eine Gesamtmasse M besitzt. Haftkoeffizient zwischen Rädern und Schienen ist μH bei blockierten Rädern. Zu bestimmen sind einerseits die Normalkräfte sowohl auf Vorder- und Hinterräder und ob sich der Wagen bewegt, wenn beide Bremsen blockiert sind. Aufgabe 24, das passt genau zur Thematik. Grubenwagen, der hat eine Ladung mit einer Gesamtmasse drauf, man kennt den Schwerpunkt, man kennt den Haftkoeffizienten zwischen den Rädern und den Schienen und wir wissen, die Räder sind blockiert. Das heißt, wir sollen ausrechnen, ob sich der Wagen bewegt oder nicht im Endeffekt. Ein anständiges Freikörperbild zeichnen. Es sollte alles drinnen sein, was wichtig ist. So, wir schneiden also die Schienen weg. Dann haben wir auf jeden Fall da unten vorne und hinten eine Normalkraft. Wobei es hier jetzt so gehandhabt habe, im Gegensatz zu dem Übungsblatt 2 bei den Autos, da haben wir immer gesagt, vorne und hinten eine, also ich habe die jetzt zusammengefasst in eine. Und die Haftreibung sozusagen, wir gehen ja davon aus, dass die Räder mit dem Koeffizienten blockiert sind von μH, wirkt halt dann normal auf die Normalkraft, ja, gegen der Bewegungsrichtung. Da vorne zieht F an. Die Abstände, die man da drinnen hat. Hier die Höhe brauchen wir für meinen Ansatz zumindest. H plus R. Der Schwerpunkt ist irgendwo hier. Das ist X. Und dann nach hinten zum zweiten Rad ist es L. Rechnen wir mal trotzdem die Normalkräfte zuerst aus, weil wir wissen ja, wir brauchen die Normalkraft, um die Hafttreibkraft ausrechnen zu können. Vorausgesetzt es haftet, kann man Hafttreibkraft bestimmen und dazu braucht man aber zuerst die Normalkräfte. Momentenbilanz, ich kürze das jetzt ab. Positive Drehrichtung gegen einen Uhrzeigersinn. Drehpunkt ist der Punkt B. Der Punkt B ist natürlich hier, wenn da NB und FB ist, da unten, wo die Kräfte sich schneiden. Und hier genauso ist A. Das heißt, das ersetzt jetzt sozusagen mein Summe I, MB, I. Das tut man sich leichter beim Schreiben. Dann gibt es von rechts beginnend Normalkraft NA mit Abstand L, die dreht in dem positiven Drehsinn auch positiv. Das FA geht durch den Punkt B, weil die in der gleichen Ebene liegen, liefert also keinen Beitrag. Nur noch, die haben wir natürlich vergessen und keiner schimpft. Die Gewichtskraft brauchen wir noch. Die Gewichtskraft liefert einen Beitrag negativ mit G mal X und F ist wieder positiv um B mit dem Normalabstand H plus R. Muss 0 sein, weil wir sind immer noch in der Statik. Was kriegen wir daraus? Na, sofort das NA. Schreiben wir so, das ist 1 durch L, G mal X minus F mal H plus R. G ist natürlich, das schreibe ich Ihnen da heroben her, M mal G haben wir gegeben, das M. G ist 9,81 für alle, die nicht bei mir sind normalerweise. Und damit ist NA 16,5 kN. Das sind jetzt beide Räder, natürlich. Gleichgewicht in Y-Richtung, beziehungsweise, wenn Sie so wollen, Vertikalrichtung, nach oben positiv gezählt, kann man so abkürzen.
liefert also NB plus NA minus Gewichtskraft G ist wiederum 0. Daraus folgt sofort, dass NB G minus NA ist. Und NB dann 42,3 Kilonewton sein muss. Ja? So, jetzt gehen wir davon aus, dass A und B blockiert sind, die Räder. Dann kriegt man für die maximal mögliche Hafttreibkraft in A genau die Normalkraft mal Hafttreibkoeffizienten. Mehr geht nicht. Das ist das Maximum, bevor das Ding zu rollen beginnt. Normalerweise sollte man da natürlich eine Ungleichung hinschreiben. An der Stelle ist es noch nicht so wichtig, weil wir ja den Grenzwert für die Hafttreibkraft ausrechnen. Wenn man es allerdings vergleicht mit dieser Kraft F, dann sollte man wirklich der Vollständigkeit halber eigentlich eine Ungleichung hinschreiben. Das ist also μH mal Normalkraft in A. Das sind 6,6 Kilonewton mit dem gegebenen Koeffizienten μH. Und in B genauso. Mit NB, die sollte größer sein vermutlich, die ist 16,92 Kilonewton. So, wenn jetzt beide Räder blockiert sind, dann wirken die beiden natürlich gemeinsam. Dann haben sie als Kraft, die der Zugkraft F da oben entgegenwirkt, hier, beide zusammen. Ich schreibe es als F gesamt her, ist dann FA max plus FB max. Das sind 23,5 Kilonewton. Und jetzt ist die Frage, wie schaut es aus mit dem Zusammenhang FG max und F, und das sieht man eh, F war glaube ich 10 Kilonewton, oder? Ja, das heißt, das Fragezeichen streichen wir wieder weg, F gesamt ist sicher größer als F, das heißt, das hält genug zurück, ich kann den Wagen nicht bewegen mit der Zugkraft F von 10 Kilonewton. Also wenn beide blockiert sind, dann steht das Ding. Wenn nur A blockiert ist, kann man auch sofort von oben einsetzen, dann rollt er. Weil dann sieht man, FA max ist kleiner als diese Kraft, die vorne anzieht, F. Und schreiben wir es jetzt einmal her, da, das ist 10 Kilonewton. Und damit rollt das Ding. Ja.